Über unseren Kundensupport hat mich eine Frage erreicht, und zwar, welche vier Messer, würdest du empfehlen, wenn ich alle Outdoor-Aktivitäten, alle Aufgaben, die man Outdoor erledigen muss in einer Survival-Situation, zum Beispiel für ein Bug-Out-Bag, ja, was wären das für vier Messer, René? Und eins kann ich da gleich sagen, das beantworte ich jetzt in diesem Video, das wird ein bisschen länger dauern, also geh kurz noch einen Kaffee holen oder ein Glas Wasser oder nochmal aufs Klo, denn das wird dauern. Und ich möchte hier eine allumfassende Antwort geben. Und wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Ja, hallo und willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du mit dabei bist. Diese Frage hat mich tatsächlich erreicht. Vier Messer. Und ich habe dann noch einmal nachgefragt bei der Michaela, die den Kundensupport da bei uns macht. Schick mir das E-Mail weiter. Nein, da steht wirklich vier unterschiedliche Messer, um alle Outdoor-Aktivitäten im Griff zu haben. Zum Beispiel für ein Survival-Kit. Ob das jetzt Bug-Out-Situation ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und da stelle ich mir die Frage, was sind eigentlich die typischen Arbeiten, die man im Outdoor-Bereich in einer Survival-Situation, und da kommt jetzt die Frage dazu, welche Survival-Situation eigentlich tun muss. Also wenn ich jetzt sage, ich bin wandern und habe einen Erste-Hilfe-Notfall, dann wird es ein ganz normales Schweizer Messer machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in der Natur langfristig überleben, dann wird es ein bisschen mehr sein. Aber was tun wir eigentlich mit einem Messer? Was tun wir mit einem Messer? Wir tun mit einem Messer schnitzen. Okay, also wir schnitzen etwas. Da gibt es ganz einfach die Lösung. Ich kaufe mal Victorinox Messer. Da habe ich dann auch noch weitere Funktionen mit dabei. Da kommen wir noch dazu. Oder ich nehme ein Multitool. Oder ich kaufe mal ganz einfach sowas hier. Billige Eigenwerbung, es gibt natürlich alles bei mir im Shop, ja. Ein Old Bear Beer, irgendwas Messer, so ein Schneidteufel aus Italien. Oder ich gehe her, so, der ist ein bisschen nass geworden, deswegen klemmt er. Ich gehe her und hole mein Opinel, ja, auch das ist denkbar. Hm. Mit dem kann ich schnitzen. Und was du da jetzt nimmst, ob du ein feststehendes Messer nimmst oder ein Klappmesser, ist vollkommen egal. Also die Schnitzarbeiten. Und dann stell dir mal die Frage, was könnte ich noch draußen an Aktivitäten haben? Nahrung zubereiten. Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel ja, Fleisch schneiden. Ich möchte Wurzeln schneiden. Ich möchte mein Jausenbrot, das ich mitgenommen habe, schneiden. Oder ich habe meinen geheimen Preppervorrat oben beim Iklicken übrigens. Und gut, da ist schon alles geschnitten bei dem Zeug. Aber trotzdem, ich möchte Lebensmittel schneiden. Es beginnt jetzt hier aktuell der Herbst schon. Ich bin hier auf Waldurlaub AD. Ich merke schon, dass die Bäume, die haben schon Baumsilvester sozusagen, also für die ist das Jahr gelaufen. Und da werden jetzt dann die Eicheln kommen, die runterfallen. Die muss ich auch zerkleinern zum Beispiel. Ne? Und da brauche ich, hey, so irgendwas wie ein Schnitzmesser. Das heißt, ich bin wieder in dieser Kategorie hier. Das heißt, wenn ich einen kleinen Schneidteufel habe, wie gesagt, ist jetzt egal, ob Klappmesser oder feststehendes Messer, wenn ich einen Schneidteufel habe, der wirklich schön schneidet, dann kann ich die zwei Dinge gleich einmal erledigen. Na gut, bleiben wir gleich bei Nahrung. Es könnte jetzt sein, dass ich jagdlich unterwegs bin. Alle Jäger brauchen sich dieses Video nicht anschauen, weil die sowieso wissen, was sie dafür brauchen. Das heißt, ich brauche irgendeine Klinge zum Aufbrechen. Das sind halt diese typischen Outdoor-Messer, ja, nicht unbedingt ideal, ja, weil das, die Spitze sollte etwas weiter abfallen. Aber auch da gibt es eigene Messer, die ja, das können. Das wäre das Einzige, wo ich sage, okay, ich brauche vielleicht ein Messer, das, wenn ich jetzt jagdlich unterwegs sein will, das ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber das so abfällt, damit man zum Beispiel beim Aufbrechen sich da ein bisschen leichter tut. Aber es geht auch so. Oder wenn ich fische, ja, brauche ich Filetiermesser vielleicht. Gibt es übrigens auch von Opinel Filetiermesser. Ja? Habe ich auch einige, finde ich jetzt nicht, aber passt. Das heißt, das wäre auch so etwas, ein Spezialtool. Brauche ich das unbedingt? Muss es sein? Muss nicht sein. Ich glaube ohnehin, dass man in einer klassischen Überlebenssituation nicht viel zum Jagen kommt in Mitteleuropa, unabhängig jetzt davon. Also wenn du kein Jäger bist, dann wirst du nicht jagen. Die andere Aktivität, das sind jetzt schon vielleicht ein bisschen wieder so holzbearbeitende Tätigkeiten. Was auch immer, irgendwas abschneiden oder so. Und da brauche ich vielleicht ein bisschen was Stabileres als diese Klinge hier.
oder das hier. Und da kann ich dann in solche Richtungen gehen. Ich habe jetzt da zum Beispiel das Garberg von Mora. Oder wenn es ein bisschen leichter sein soll, wie der Mora ganz wohl. Also längere Klingen, die einfach mehr Schneidfläche haben, dadurch mehr Kraft, mehr Schnitt, mehr einfach alles. Auf jeden Fall. Und da ist halt jetzt auch wiederum die Frage, ne? Du kannst doch in so eine Richtung gehen, Bushcraft Beaver, ne? Ist wieder billige Eigenwerbung, ne? Messer, reine Rosshornmesser, ja? Das hat auch schon ein bisschen einen Zug. Da kann ich schon ein bisschen Hackarbeiten machen, ohne jetzt einen ganzen Baum zu fällen, sondern da kann ich schon einmal was abhacken, da kann ich spalten, ich kann Holz spalten. Auch da gibt es ganz viele Bereiche, nicht nur fürs Feuer machen, damit ich ans Kernholz komme bei feuchten Temperaturen, das ist eine feuchte Witterung, ja. Feuchten Temperaturen, das war ein Blödsinn, habe ich auch schon lange nicht gesagt. Aber viele andere Dinge, ja, zum Beispiel um Schale herzustellen, Bohrset, wurscht. Kann ich da ein bisschen spalten, da gibt es auch, wenn ich jetzt hergehe, Feldkniefen A1, all diese Bereiche, da kann ich, das ist alles überhaupt kein Thema. Oder wenn es noch ein bisschen länger sein soll, da kommen wir dann schon in eine andere Kategorie auch rein, das ist dann noch einmal ein bisschen länger. Das ist auch so ein Haumesser, ja, Böcker, ja, passt, alles gut. Kann man tun, super. Ja, warum nicht? Da gibt es eine ganze Auswahl. Und da ist halt die Frage, was ist da das Beste? Das wird dir die Hand sagen. Deine Hand wird dir sagen, ob da eher das Lilly-Messer taugt, ob da eher das reine Messer taugt. Das kommt jetzt ganz drauf an. Ob du, ja, ganz einfach Amora lieber hast. Ja, da habe ich halt weniger Länge, dadurch auch weniger Zug, als jetzt zum Beispiel beim Lilly-Messer oder beim reinen Messer. Aber den großen Unterschied macht es jetzt auch nicht aus. Denn wenn ich weiß, wie ich das angehe, mit unterschiedlichsten Techniken, kann ich auch mit dem kleinere, also Spalten sowieso, das ist ganz klar, kleinere Bäume damit fällen, ja? Mit dem Draufklopfmethode. Also alles cool. Aber, ganz ehrlich, es gibt fürs Messer noch weitere Aufgaben, wenn ich so ein Allround-Werkzeug haben will. Und zwar, sag das auch ganz bewusst, ich würde das niemals mit meinem Messer tun, also mit einem Rossmann-Messer oder mit irgendeinem anderen schönen Messer. Ein Arbeitstier. Und zwar das Glock-Feldmesser. Das Ding schneidet nichts. Für das ist es nicht gemacht, sondern zum Brechen, zum Hacken, zum Graben. Ja, auch notfalls graben, wirklich mit dem, das ist wurscht, weil das schneidet eh nichts. Wenn du es einmal wieder geschliffen hast und ein paar Mal arbeitest, ist es sowieso wieder stumpf. Also das macht einfach keinen Spaß. Aber für Brecharbeiten kannst du das, bricht auch relativ wenig, ja, weil es sich verbiegt, es liegt an der Stahl, super. Super Teil, kostet auch recht wenig und mit dem bist du dabei. Mit dem kannst du spalten oder alles, super. Das heißt eigentlich, und wie gesagt, ich verkaufe all die Messer, die ich da gezeigt habe. Aber in Wahrheit, wenn du jetzt zum Beispiel ein Opinel und das hier hast, bist du schon einmal gut unterwegs. Oder wenn du ein paar Funktionen dazu haben willst, komme ich dann gleich dazu. Sowas hier. Oder ein Multitool und du bist mit dabei. Hier mit dem kann ich Haken brechen. Und da mache ich halt die feineren Arbeiten, wie Lebensmittel schneiden zum Beispiel. Wie schnitzen, okay? Oder Lockum machen. Mit dem kratze ich das Harz aus dem Baum raus. Und mit dem speise ich dann die Maden. Weil die isst man eigentlich eh einfach so runter. Ich glaube, du weißt schon, in welche Richtung es geht. All die Messer, und ich habe ganz, ganz viele davon, die sind alle cool. Und wie gesagt, ich verkaufe mein eigenes Messer sowieso. Und es ist super und genial. Aber brauche ich das in einer Survival-Situation? Wenn ich da wirklich ein Bug-Out-Bag zusammenstellen will für den Wald in einer Bug-Out-Situation, reicht mir ganz was anderes. Aber, und jetzt kommt der nächste Punkt. Es gibt dann Situationen, da möchte ich dann schon einmal ein bisschen was Festeres umhauen. Wenn ich jetzt längerfristig in der Natur leben und überleben will. Und wenn es ein Messer sein soll, dann das hier. Das große Skrammer. Ja? Ein absolut geniales Superteil. Wir arbeiten an einer Verbesserung für das Skrammer, aber das einmal an einer anderen Stelle. Das Ding ist super. Es spaltet nicht so gut wie der Biber, obwohl es kürzer ist, weil es einfach ein Haumesser ist. Aber mit dem kann ich auch sehr viele Dinge tun. Es ist super. Aber ich muss da Frage stellen, also wie gesagt, wenn es Messer sein soll, aber ich muss da Frage stellen. Was sind so die nächsten Tätigkeiten? Ja, größeres Holz spalten, größere Bäume umhauen. Und
obwohl ich das Grammer liebe, und ich sag dir, kauf es dir, also allen, denen ich den Tipp, oder fast allen, denen ich den Tipp mit dem Scrammer gegeben habe, sagen, René, danke Scrammer, yeah! Wirklich, ist super. Aber Hand aufs Herz. Wenn du wirklich langfristig draußen mit dem Wald unterwegs, im Wald unterwegs bist und mit dem Wald und mit der Natur unterwegs bist und dort leben und überleben willst, dann wirst du an diesem Teil hier nicht vorbeikommen. Statt einem dritten Messer würde ich mir einfach eine Axt mitnehmen. Das hier ist zum Beispiel eine Axt, die man von Cold Steel, habe ich auch schon einmal vorgestellt, kann man den Axtkopf runternehmen und einzeln transportieren. Gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, um das geht es jetzt nicht. Ja? Aber dann nimmst du, nein, jetzt ernsthaft, dann nimmst du eine Axt mit. Obwohl ich das noch immer für einen Blödsinn halte, ein Bug-Out-Bag so auszustatten, aber wenn du das willst, Axt. Und das nächste ist, bevor ich mal ein viertes Messer check. Herrn Säge. Und es könnte auch eine kleinere Säge sein, wie zum Beispiel ein Victorinox-Messer. Oder in einem Multitool, ob jetzt Swiss-Tool, ob Next-Tool, ob Gerber, ob Leatherman, ist vollkommen egal. Es soll halt eine vernünftige Qualität sein. Da habe ich auch ein Video gemacht zum Amazon-Tool, oben beim i-Klicken am Messerkanal. Schau auch dort einmal vorbei, wenn es dir nur um Messer geht. Ich meine natürlich, das ist eine ganz andere Liga, da kann ich schon viel bessere Arbeiten machen als mit den Kleinen, aber im Notfall reicht das auch. Also bevor ich vier Messer, wenn ich ein Bug-Out-Bag habe, ein Survival-Bag habe, bevor ich vier Messer rumtrage, nehme ich zwei Messer, eine Axt, und es kann ja auch ein bisschen was Kürzeres sein. Oh yeah, hast du das gehört? Allein der Sound. Nein, und eine Säge mit. Meine Meinung dazu. Und wie gesagt, du kannst alle Messer bei mir kaufen, ist kein Thema, aber so würde ich das tun. Wenn du, und das war ja das nächste, soll alles unter 150 Euro, also vier Messer unter 150 Euro, würde ich dir Folgendes empfehlen. Kauf dir ein Glockfeldmesser. Gibt es alles bei uns im Shop, aber auch woanders, wurscht. Kauf dir ein Glockfeldmesser, mit oder ohne Raspel, wie du magst, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Bei der Raspel ist, wenn du mit so einem Schlagholz draufhaust, wird das Schlagholz schneller kaputt, weil halt hier diese Raspel mitmacht. Aber dafür kannst du mit dieser Raspel halt unterschiedlichste Tätigkeiten machen. Also musst du wissen, es wurscht, aber ein Arbeitstier. Und dann kaufst du ein Victorinox-Messer. Ob als Messer, ob als Tool, ob an Leatherman, ist vollkommen egal. Ein Multitool mit einer vernünftig scharfen Klinge. Und dann kannst du Lebensmittel schneiden. Und wenn es jetzt, weil es um Jagd geht, ja. Ich halte das wirklich für so einen Unsinn in Wahrheit. In einer Survival-Situation in Mitteleuropa, Jagd. Ich meine, wir haben einen Schweizer Käse hier überall. Und glaubst du, dass die Jäger Trotteln sind? Ich weiß, es gibt Leute, die Jäger nicht mögen. Ja, das mag schon sein. Aber das sind keine Trotteln. Und die sind in dem Revier unterwegs und die kennen sich aus und die merken, wenn sich da etwas tut. Glaubst du wirklich, dass du in einer Bug-Out-Situation jagen gehst, ein Reh erlegst? Was machst du dann damit? Ja, aber sei es drum. Dann kann ich mit dem das zur Not auch alles erledigen, was zu erledigen ist. Muss ich halt einen Schärfstein mitnehmen, weil das Ding halt mit der Zeit dann, wenn ich das zerwirke, also mal aufbreche, dann zerwirke, dann hast du das ganze Zeug da. Es gibt wie viel Arbeit das ist. Aber sei es drum. Und eben eine Axt und eine Säge. Und fertig. Und zusammengekramt ist, wie man in Österreich sagt. Und wenn du natürlich sagst, na, aber ich das hier ist mir nicht scharf genug, dann nimm der Opinel mit. Oder irgendein Derivat. Es gibt ja da viele andere Sachen mit dazu. Und du bist dabei. Fertig. Kostet nicht viel. Aber ein letztes Wort möchte ich schon noch verlieren. Und zwar, weil mich diese Frage auch häufig der letzten Zeit, besonders in der letzten Zeit, ich weiß nicht, seit der Corona-Krise, seit die begonnen hat, denken so viele über Bug-Out nach, wobei eine solche Krise, weiß ich nicht, was die mit Bug-Out zu tun hat, aber es ist egal, man denkt halt über diese Sachen nach. Wenn ich mir realistische Situationen anschaue in der Vergangenheit, und da brauchen wir jetzt auch nur zurückgehen, zum Beispiel nach Afghanistan, was jetzt aktuell abläuft, wo ich das Video mache, Ende August 2021, wenn ich schaue, was den Leuten mit der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands passiert ist, bei diesem absoluten Katastrophe. Wenn ich zurückgehe in andere Krisensituationen hier in Europa, und da braucht man nicht unbedingt zum Zweiten Weltkrieg zurückgehen, ja, sondern
kann man auch in die Bosnienkrise gehen. Wenn ich nach Venezuela schaue, ja, mit der Hyperinflation, wenn ich mir solche Krisen anschaue, dann stelle ich mir die Frage, was will ich im Wald bugouten? Was will ich im Wald bugouten? Da kann ich eine Zeit lang ausweichen. Da gibt es viele Beispiele dazu. Ich habe sie, alle wäre jetzt übertrieben, aber die meisten studiert. Ob in Afrika, ob in der Vergangenheit hier in Europa. Ich habe mir das angeschaut. Sehr intensiv studiert. Und ich kann dir sagen, dass es nur ein kurzes Ausweichen sein kann und nur für ganz spezielle Situationen. Und da muss ich dir eins sagen. Ich sag dir, wie es ist. Eine Axt wirst du da nicht brauchen. Viel zu behäbig, viel zu groß. Vier Messer wirst du da nicht brauchen. Viel zu schwer, viel zu unnötig. Ich halte das für Hollywood, für Computerspiele, für einen Traum. Für den Traum. Manche können das vielleicht. Und ich kenne auch, ich will dann auch niemandem nahe treten. Es gibt andere Survival Trainer, es gibt andere YouTube-Kanäle, die in diese Richtung etwas tun und sagen, okay, und da packst du dir deinen Bugout-Bag und da hast deinen Winter-Schlafsack mit dabei und das hast mit dabei und das hast mit dabei. Und ich habe ein Buch gelesen, dass der Top-Bestseller auf Amazon ist, das perfekte Bugout-Bag. Wenn ich das den ganzen Scheiß mit... Jetzt habe ich das erste Wort gesagt, tut mir leid, Entschuldigung. Aber dieses ganze Zeug alles mitnehmen, ich nenne sie die Liste des Todes, das tragt keiner, das schaffst du nicht. Und daher, auch Survival Kit, halt es simpel und praktikabel und überleg dir, was sind denn die wirklichen Gefahren, mit denen du es zu tun hast. Und vier Messer für den Outdoor-Bereich, mal wieder nach Alaska gehen. Und das sind vier Messer zu wenig. Da hast du Zimmerkugelkabinett, wie man so schön sagt. Also die Trapper draußen, die in Remote sozusagen leben. Ja? Zimmerkugelkabinett, die sind komplett eingerichtet. Weil die haben dann nicht nur vier Messer, sondern die haben dann, da gibt es dann so Koffer, wo unterschiedliche Zerwirkmesser mit dabei sind. Groß, klein, Fischmesser. Wahnsinn. Messer ist ja so ein großes Spektrum. Also ich halte das für Unsinn. Aber, um wieder darauf zurückzukommen, auf die Frage, und dann bin ich, wie verspreche, wenn du wirklich ein Bugout-Bag für den Wald machen willst, für eine Krisensituation, was ich für in Mitteleuropa zumindest für Unsinn halte, das hier und irgendein Tool, irgendwas, wo du Multifunktionalität hast, denn es kann mal was abbrechen, es kann mal eine Zange notwendig sein, es kann mal eine Feile notwendig sein, für Kleinigkeiten, das ist es. Das ist es. Und egal, ob jetzt mit oder ohne Zange, ob groß oder klein, ob aus USA, ob aus China, wurscht, du musst damit zurechtkommen. Das ist es. Das nimmst du mit und von mir aus noch ein größeres Messer und fertig. Denn wenn du eine Axt und ein großes und das Messer brauchst, dann bist du hier falsch. Das wird es nicht spielen. Punkt. Bin mir sicher, dass das jetzt für den einen oder die andere ein sehr böses Video ist. Und ich habe sowas schon einmal gemacht. Ich gebe da oben bei mir auf den Reini Rossmann-Kanal, da habe ich mal über die Realität im Bugout gesprochen, auch eine halbe Stunde. Und ich habe vielen Leuten ihre Illusion geraubt oder sie darin bestärkt, dass es super ist, in einer Krisensituation in den Wald zu gehen. Aber ich bleibe dabei. Kurzfristiges Ausweichen, ja. Langfristig. No way, Hollywood. Jetzt bist du dran. Wie siehst du das? Welche zwei Messer oder welche vier Messer würdest du jemandem empfehlen, der dich auch mit so einer Frage konfrontiert? Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir unten einen Kommentar. Schau auch am Reini Rossmann-Kanal vorbei, gebe ich da auch unten den Link. Da geht es eher um Krisenvorbereitung und um Survival-Philosophie, nennen wir das mal so. Schau am Kaufberatungskanal vorbei, auch dort beantworte ich ganz konkrete Fragen zu Produkten. Das war's. Hoffentlich brauchen wir das Zeug sowieso nie. Daumen nach oben oder nach unten. Link in meinen Shop kriegst du auch. Abo dalassen. Ein paar andere Videos. Dein Reini Rossmann. Bis dann und ciao, ciao.